erstmal einen schönen ersten Advent an euch. Und ich wollte erstmal ein paar Sachen loswerden. Und zwar habe ich jetzt mal hier mal ein paar Sachen aufgeschrieben, weil die Scheiße kann ich mir sonst nicht merken. Ne? Und zwar erstmal vielen Dank an Mediakraft für die Aufnahme im Netzwerk. Und ja, zurzeit läuft der Kanal eigentlich recht gut. Ja, ist nicht viel los, aber es läuft besser als vorher, sag ich mal. Erstmal dafür auch vielen Dank. Auch erstmal vielen Dank an die ganzen Abonnenten, die dazugekommen sind, die neuen. Zurzeit haben wir 230, ist zwar auch nicht gerade viel, aber immerhin. Und ich möchte erstmal ein paar Dankeschön sagen für die Leute, die für ihren Kanal ein Intro haben wollten oder ein Outro zum Beispiel. Da geht erstmal ein Danke an Onkel Torre, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, an Neodrax, an Weekly Games Österreich, an die The Game Killer, die gleich 7 Intros von mir haben wollten, waren dann auch zufrieden. Als Dankeschön bin ich dann im Plan drin gekommen, auch danke dafür. Normalerweise kommen immer Leute, die wollen immer für ihren Kanal oder pro Video immer ein Intro haben, aber da war es so, die wollten für jedes Spiel wollten sie ein Intro haben, von Call of Duty, Battlefield und GTA San Andreas, und ja, habe ich den fertig gemacht und waren recht zufrieden und habe mit dem ein bisschen im TS gequatscht, hat auch alles funktioniert. Haben dann an einem Abend gezockt, eine Runde Call of Duty, haben dazu auch ein Video, ich werde euch den Kanal mal verlinken, könnt ihr euch dann mal den Kanal mal reinziehen und abonnieren. Wenn ihr auf Call of Duty steht, die machen echt geile Gameplays, geile Kommentare, sehr witzig der Clan, also lohnt sich da mal vorbeizuschauen. Und da ist auch der Dirk am Start, der ist auch bei Mediakraft Talents unterwegs im Netzwerk, also schaut mal ruhig vorbei, wenn ihr Call of Duty zockt. Dann ein Dankeschön an MofoTV, ich glaube, der zockt zurzeit Minecraft oder Pokémon, den habe ich nämlich schon Pokémon Intro gebastelt gestern. Und ja, er hat lange genug gewartet, er hatte zurzeit auch andere Dinge zu tun. Ich habe manchmal so eine Liste, was an Intros angeht. Ich muss selber Videos machen an Spiele, ich muss selber Videos machen, zum Beispiel vom Weihnachtsmarkt. Könnt ihr bei mir auf dem Kanal auch reinziehen. Und ja, und besonderen Dank gehen an ja, 2 bis 3 Leute in meinem privaten Leben. Auf jeden Fall erstmal an David. Vielen Dank, dass du mit mir auf dem Weihnachtsmarkt warst. Der ist zwar mit mir nur eine Runde Breakdance gefahren, danach war ihm schon kurz übel. Ich bin ja noch 3 Runden weitergefahren und noch ein paar andere. Wird ja noch ein paar andere Sachen gefahren? Ich weiß das gar nicht. Ihr achtet mehr auf den scheiß Bumskalender aber, als auf die Kommentare hier, ja. Ja, und einen besonderen Dank auf jeden Fall an Carsten, ne? Der ist hier bei uns auch im YouTube unterwegs, aber nicht bei Mediakraft. Wenn ihr auf meinen Kanal Ruf gebt, mein Kanal kennt ihr ja, sieht ihr rechts eine Spalte, da steht Paterkanäle und da steht Let's Play Black Cat. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Das sind zurzeit noch keine Videos, weil er zurzeit noch keine Elgato hat, wo er von der PlayStation aufnehmen kann, aber da hat auf jeden Fall von mir mal die Unterstützung. Wenn er sich hier auf jeden Fall mal holt, dann stellt ihn mit halt ein und dann geht er auch richtig rund, was Gameplays angeht. Wie gesagt, er hat auch jede Menge Konsolen, also er hat praktisch jede Konsole, er hat von der Xbox, die ganz alte, die alte Nintendo Konsole hat er noch, die Xbox 360, Xbox One und ja, praktisch die ganzen Konsolen, die zurzeit eigentlich auf dem Markt sind oder auf dem Markt waren. Ja, spielemäßig ist er auch gut, auf dem Trip, sag ich mal, ich weiß nicht, was er am PlayStation 3, PlayStation 4 Spieler hat. Auf jeden Fall ist das eine halbe Spielefabrik. Wenn ihr da mal wünscht, kann ich euch mal ein Video machen und euch das mal zeigen, weil da bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Und das ist ein haufenweisen Games, sowas habt ihr noch nie gesehen. Was wollte ich noch sagen? Ja, weil ich auf jeden Fall loswerden wollte, auf meinem Kanal wollte ich mal sagen, auf jeden Fall mehr Aktivität würde ich mal voraussagen auf meinem Kanal. Ich finde, auf meinem Kanal ist so wenig los. Einfach mal darum, da steckt einfach zu viel Arbeit drin. Button, sag mal, in die Videos an die Spielevideos, an die ganzen Intros, Autos, die sind ja nicht einfach so mal von heute auf morgen fertig, sag ich mal. Und die Spiele müssen ja dann auch irgendwo herkommen. Deswegen würde ich mich freuen, bei 230 Abonnenten wirklich mehr Aktivität, sag ich mal. Und
hoffe schon mal mehr Kommentare und Bewertungen. Also, wenn ich mal in meine Statistik mal reingucke, ist die Aktivität meiner Abonnenten wirklich sehr, sehr, sehr schlecht, sag ich mal. Also, wenn es hochkommt, sind es mal wirklich mal 4, 5 Likes, wenn es mal hochkommt. Ja, und die Kommentare lässt wirklich sehr zu wünschen übrig, sag ich mal. Also, ihr könnt ruhig auch mal Kommentare reinschreiben. Also, es tut nicht weh, sag ich mal. Es ist kein Muss, aber ihr könnt. Was ich noch sagen wollte, ist ja heute der erste Advent-Video hier. Deswegen wird auf jeden Fall ein paar Leute nominieren, die auch mal, na gut, mit dem ersten Advent-Video ist das ein bisschen spät, aber auf jeden Fall den zweiten Advent, dritten Advent und vierten Advent, dass ich da erstmal die ganze Mediakraft-Team, also praktisch die ganzen Mitglieder von Mediakraft-Talents nominiere. Und ihr könnt mir dann auch mal einen Link schicken von euren Videos, sag ich mal. So. Und meine ganzen YouTube-Abonnenten, ihr faulen Säcke, zockt mal nicht so viel am Tag, sondern macht auch mal ein paar Spezialvideos, wie zum Beispiel von ersten Advent, zweiten Advent, Weihnachtsvideos. Und davon habe ich bis jetzt von meinen Abonnenten kaum was gesehen. Also nur sehr wenige, sag ich mal, haben Spezialvideos gemacht von ersten Advent und Weihnachtsvideos. Und ja, da ist die Aktivität zurzeit auch sehr mager. Deswegen sag ich mal, nominiert die ganze Mediakraft-Talent-Team und meine ganzen YouTube-Abonnenten. Wie gesagt, zockt mal weniger und schickt mir dann euren Link zu euren Videos. Und ja, würde mich freuen auf jeden Fall. Auf jeden Fall wird zu jedem ersten Advent-Video ein Video kommen. Also heute haben wir schon mal das erste Video. Dann ist ja nächste Woche der zweite Advent. Logischerweise wird auch ein zweites Video kommen. Dann wird ein drittes Video kommen für den dritten Advent. Und beim vierten Video habe ich mir eigentlich was Spezielles ausgedacht. Auf jeden Fall werde ich euch das noch nicht verraten, auf jeden Fall könnt ihr auch schon mal gespannt sein. Was ich noch sagen wollte, wenn ihr Intros braucht, Outros braucht, könnt ihr mich gerne anfragen. Gibt mir manchmal habe ich die Intros-Templates praktisch schon auf dem Rechner schon vorbearbeitet, also praktisch schon fertig. Und ja, gibt mir 1, 2 Stunden, wenn ihr was Neues haben wollt, sag ich mal, was ich beziehungsweise noch nicht habt, gibt mir da 1, 2 Tage und ihr habt ein komplett neues Intro, Outro. Oder wenn ihr mal von eurem Kanal einen Banner braucht, einfach mal anschreiben. Ja, wie gesagt, weiß ich nicht. Will dafür auch kein Geld haben, sag ich mal, was ich da für euch mache. Und ich mache das hobbymäßig einfach sehr gerne. Halt bloß ein bisschen mehr Aktivität, sag ich mal, mehr Kommentare, Bewertung für die Sachen, die ich für euch schon mache. Und dann wäre ich schon zufrieden, sag ich mal. Mal was saufen. Und ja, eigentlich könnt ihr mich auch überall anschreiben. Also, ihr könnt mich bei YouTube anschreiben, ihr könnt mich bei Facebook anschreiben, bei Twitter, Google Plus, bei Twitch TV, über Skype. Von mir aus auch über das Handy, von mir aus über E-Mail, ist mir eigentlich total wieder. Was ich mal vorschlagen habe, wir haben ja auch ein paar Mediakraft-Talents-Leute, auch im Forum, die in Berlin wohnen. Und ja, wir haben ja die Idee, wenn man mal uns so ein Treffen machen könnte, zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt oder im Alexa irgendwo mal so ein Treffpunkt, sag ich mal, wo wir uns mal so als komplettes Team mal sehen und uns mal gegenseitig da vorstellen. Das wäre mal so ein kleines Highlight, würde ich mal sagen. Und daraus könnte man zum Beispiel so ein kleines Spezialvideo machen zum vierten Advent, würde ich sagen. Also, wenn ihr davon irgendwas haltet, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Beziehungsweise ihr lasst euch das Video an, weil euch steht die Lava hier schon wieder auf den Sack geht. Ja, auf jeden Fall wäre es schon mal eine geile Sache. Zu Sachen Silvester gibt es ja auch wieder Spezialvideos, wenn der Tag nähert. Also, wenn ihr in meinen Kanal ein bisschen rumschaut, gibt es ja viele Weihnachtsvideos, Silvester-Videos. Also, da ist wirklich allerhand dabei. Das sind so 870 Videos insgesamt, was ich an Videos habe. Ja, und guckt einfach mal vorbei, sag mal. Und würde mich schon auf jeden Fall schon mal freuen. Und ja, weil ich werde auf jeden Fall meine Silvester-Sachen diesmal bestellen. Also ich renne diesmal jetzt nicht, wenn Silvesterverkauf ist, jetzt hier zu Aldi, zu Netto oder zum Heiligen Geist, um mir da die ganzen Silvester-Dinger nachzuholen. Mache ich dies Jahr nicht, auf jeden Fall. Und zwar werde ich mir meine Sachen bei, gut, kann ja euch den Link ja sagen, das ist ja kein Problem, ist auch keine Schleichwerbung oder so was irgendwann. Ist pyroweb.de, also die haben da auch immer super Rabattangebote.
Und zwar hat er gestern schon mal durchgeguckt. Und da gibt es zum Beispiel einen Rabatt von 20% und praktisch so einen Gutschein. Also, wenn ihr praktisch für 150 Euro bei Bürgerwerb einkauft, könnt ihr euch für 100 Euro euch einen Gutschein reinpacken lassen. Und ja, also das ist echt schon eine geile Sache, sag mal. Und das ist da nicht so ein Mistzeug, was ihr so bei Aldi oder bei Netto, das sind ja so eine richtige Premium-Klassen, die ihr sonst nicht bei Netto oder Otto Normalverbraucher irgendwo da bekommt, in irgendwelchen Märkten, sag ich mal. Da habt ihr zum Beispiel auch Batterien, die New Generation, die sind sehr in Polen bekannt, haben aber die deutsche BEM-Klasse hier in Deutschland bekommen. Da kostet zum Beispiel eine Batterie 24 Euro, hatte auch vor 1 oder 2 Jahren hatte ich so eine Batterie, da hatte ich auf immer die Galactica und diese New Generation und die haben hier mächtig reingeschöppert hier, sag ich mal. Und die lohnt sich auf jeden Fall, sag mal, lieber gibt man schon mal ein bisschen mehr Geld aus und man hat was davon, ja, statt man will sich halt irgendeinen Scheiß aber in Netto kauft, ey, sag ich mal. Ja, eigentlich wartet eigentlich schon. Ich hoffe, euch hat euch der Kalender gefallen, sag ich mal. Darauf achtet ihr bestimmt schon die ganze Zeit. Ja, auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, wir hören uns, wir schreiben uns. Ja, man sieht sich. Und man sieht sich wahrscheinlich auch irgendwo mal in den Videos. Wollte schon mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen ersten Advent. Und morgen eine schöne Woche. Haut da rein. Muss ich mir jetzt mal aufstehen, muss ich mal so einen Cut machen. Haut da rein, Leute.